Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Pforzheim. Ich begrüße auch alle, die über Video zugucken. Mein Name ist Miriam Schaub und ich bin hier eine der Pastoren in der Gemeinde. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ihr eingeschaltet habt oder halt, dass ihr hier so vor mir sitzt. Wir fangen heute an mit einer neuen Predigtreihe. Das hatten wir schon so ein bisschen angekündigt in den letzten Wochen. Und ich bin mal gespannt, hat irgendjemand denn schon erraten, worum es geht? Ja, die, die es wissen, der Kindergottesdienst weiß, worum es geht. Geißlers. Nehemia kommt hier aus dem Publikum und das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch, 2 Gummipunkte. Wir haben eine Predigtreihe über Nehemia und wir sind echt richtig gespannt, was Gott tun möchte, was er sagen möchte. Und am Anfang von so einer Predigtreihe über ein biblisches Buch, ja, dachte ich, machen wir mal ein bisschen Bibelkunde. Ne? Wir müssen ja wissen, worum es geht. Und da dachte ich mir, wer weiß denn, also ihr seht, es ist ein Zeitstrahl, ja, voll eindeutig. Wer weiß denn, wann Nehemia ungefähr so zeitlich, chronologisch in der Bibel einzuordnen ist? Großes Gemurmel. Deswegen machen wir Bibelkunde. Ja? Ja, es gibt einfach so Leute, da weiß man nicht, man weiß ungefähr, was im Buch vorkommt. Ja, man weiß ungefähr, welches Buch davor und dahinter ist. Aber im Alten Testament heißt es ja nicht viel. Also ich hoffe, ihr wisst alle, dass das Alte Testament nicht chronologisch ist. Ja, so viel wissen wir schon mal. Okay, das ist sehr gut. Und wir wissen schon mal, es geht um Nehemia. Bums. Da kommt er hin. Nehemia oder das Buch Nehemia gibt es in der Form im hebräischen Kanon aber nicht. Und zwar gehört er nämlich eigentlich in das Buch Esra. Nur wurde es irgendwann voneinander getrennt. Interessanterweise geht man auch davon aus, dass Esra den Esra-Teil geschrieben hat und Nehemia den Nehemia-Teil geschrieben hat und dass da einiges an Jahren zwischen liegt. Das war so ungefähr 450 vor Christus und Nehemia war irgendwann am Ende des Jahrhunderts. Also wir wissen nur von ein paar Taten, dass es so 433 vor Christus Sachen passiert sind, aber da hat er es sicher noch nicht geschrieben. So, aber im Hebräischen gehören die zusammen und dann wurden sie getrennt und wir kennen sie auch als 2 Bücher. Aber weil wir werden das heute ein bisschen sehen, die gehören zusammen. Die sind auch so ähnlich aufgebaut. Das ist ganz spannend, wenn man sich mal mehr mit der Bibelkunde beschäftigt und so Aufbauten von Büchern und wie Sachen sich wiederholen. Da ist der hebräische Teil der Bibel ja sehr künstlerisch und sehr musisch. Ja, das liebe ich am hebräischen Sprachverständnis. Das hat so ganz viel mit Bildern und Wiederholungen und wie das Buch aufgebaut ist, sagt viel aus. Aber Esra und Nehemia gehören schon mal zusammen. Das haben wir jetzt schon mal gelernt. Aber wann genau waren die denn jetzt unterwegs? Ich sage euch so viel, nach der babylonischen Gefangennahme und Wegführung. Ja? Also wir haben die Könige, Saul, David, Salomo, dann kommt die Teilung vom Nord- und Südreich. Das Nordreich hat seine eigenen Sachen, geht in ihre Gefangenschaft. Das Südreich, Juda und so, die sind noch eine Weile unterwegs. Und dann kommen die Babylonier und die zerstören Jerusalem und den Tempel und nehmen einen Großteil der Juden mit. Ja? Und dann vergehen ungefähr 50 Jahre, bis das Buch Esra anfängt. Und das Buch Esra fängt auch nicht mit Esra an, sondern mit einem Typen, der heißt Serubabel. Serubabel kommt ungefähr 50 Jahre nach Wegführung zurück nach Jerusalem, um den Tempel aufzubauen. Er darf aus Babylon, aus Susa zurückkehren. Der König war ihm wohlgesonnen, schickt ihm Sachen mit. Und sie dürfen nach Jerusalem zurückkommen und den Tempel aufbauen. Und da erleben sie einiges an Herausforderungen. Sie bauen den Tempel und die, die den alten Tempel schon kannten, die fangen dann an zu heulen, weil es nicht so ist wie früher und irgendwie kriegen sie es nicht so richtig zusammen. Und dann gibt es Streitigkeiten mit denen, die nicht weggeführt worden sind. Und irgendwie endet der Teil von Serubabel nicht
auf den besten Konditionen. Und dann kommt Esra. Und zwischen Esra und Serubabel liegen noch mal ungefähr 60 Jahre. Und in diese Lücke, auch zwischen die Bücher Esra und Nehemia, gehört nämlich das Buch Esther. Weil Esther und König Xerxes sind die, die dann Esra losschicken, die ihm genehmigen, mit einem Teil der Juden aus Susa auszuziehen und nach Jerusalem zurückzukommen. Und Esra ist ein Lehrer. Der lehrt die Tora, der lehrt das Gesetz, der kommt zurück, sagt, prima, wir haben den Tempel, aber der muss jetzt gefüllt werden. So richtig lief es ja mit dem Tempel nicht. Und er hat gesagt, wir müssen zurück zur Lehre, zum Wort. Und Esra kam und hatte auch Probleme. Das ist dann die ganze Geschichte mit den Mischehen. Also auch wieder Leute sind da geblieben und haben dann Leute geheiratet. Und naja, schwierige Kiste. Und dann hat es nochmal, das ist hier Esra, Serubabel, nochmal 12 Jahre ungefähr gedauert. Und dann kam Nehemia. Und Nehemia kam zurück nach Jerusalem, um die Mauer wieder aufzubauen. Ich bin ja ein Kind, ich kenne mehr, dass die Mauer weg muss. Ja, also ich habe nicht so viel mitbekommen, ich bin kein Jahr vor Mauerfall geboren, aber wenigstens bin ich in Berlin aufgewachsen und habe noch was von der Mauer mitbekommen. So, und jetzt wissen wir ja, dass in der Bibel Leute hier sehr nah beieinander liegen und Bücher, und die überlappen sich auch noch. So, das sind jetzt die Leute, die sozusagen historische Ereignisse getan haben mit ihren Büchern, aber parallel lebten auch noch Propheten. So, und die Propheten, die parallel dazu lebten, so Serubabel, Esra, war mehr Sachaja, und bei Esra, Nehemia war es Maleachi. So, wer weiß, an welcher Stelle in dem Alten Testament Maleachi vorkommt? Ganz am Schluss ist Maleachi. Maleachis Prophetien und Sachen, die er sagt, sind das Letzte, was im Alten Testament passieren. Und dann war 400 Jahre Funkstille. Und dann kommt das Neue Testament. Heißt, wir können Nehemia und die Geschichte mit der Mauer ziemlich am Ende des Alten Testaments einordnen. Dazwischen kommt dann die Makkabäerzeit und so. Darüber haben wir vor nicht allzu langer Zeit, hat Joachim da mal drüber gepredigt, im Advent mit der großen Stille hier zwischen. Aber jetzt habt ihr vielleicht so ein bisschen mehr eine Ahnung, wann es zeitlich einzurichten war. Jetzt ist es so, dass Serubabel kommt, baut den Tempel wieder auf und irgendwie endet die Geschichte mit Serubabel nicht so glücklich. Und dann kommt Esra und er versucht, die Lehre wieder aufzubauen und den Bund mit Gott zu erneuern. Dazwischen kommt der Nehemia und baut die Mauer wieder auf, und dann hat Esra wieder seinen Teil und sie schließen den Bund mit Gott. Und in all dem, mit dem Tempel und der Lehre und der Mauer, ist nämlich eine große Hoffnung verknüpft. Dass die großen Prophetien darüber, dass das Volk zurückkommt aus der Wegführung, dass sie wieder vereint sind, dass sie alle im Tempel anbeten und dass sozusagen der Messias kommt und das Reich aufgebaut wird, das kommende Reich Gottes, das war die große Hoffnung, dass das erfüllt wird. Ob es so ist oder nicht, verrate ich gerade noch nicht, weil jetzt werden wir noch mal ein bisschen tiefer, jetzt wo wir so ein bisschen die Einordnung haben, ja, werden wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen und gucken, was eigentlich in der Geschichte von Nehemia so los war. Nehemia war Mundschenk vom König Artasasta, oder ihr kennt ihn vielleicht unter Artaxerxes. Das ist der Sohn von Xerxes, dem Mann von Esther. Ja? Unter diesem König war Nehemia Mundschenk, lebte also in der Burg Susa, dem ging es gar nicht ganz schlecht. Und der kriegt eines Tages Besuch von Leuten, die eigentlich in Jerusalem wohnen. Da stehen seine Brüder, aber es können auch andere Verwandte gewesen sein. Also es kommen Leute und erzählen Nehemia, wie es eigentlich gerade in Jerusalem aussieht. Was da so abgeht und vor allen Dingen, dass die Mauern da niederliegen, zerstört sind und die Stadt ist schutzlos. Also den Tempel wieder zu haben, war eine coole Sache, aber dass die Mauern immer noch niedergerissen waren, war eine echte Katastrophe. Und Nehemia, ich meine, der wusste drum. Ja, der war
der hat das alles gehört, wie die Babylonier kamen und das alles zerstört haben, dass es der Stadt nicht so gut geht, das war eigentlich bekannt. Aber in dem Moment, wo er diese Nachricht bekommt von zu Hause, bricht ihm das Herz. Und er fängt an zu weinen und zu trauern. Über Tage und Tage und Tage hinweg trauert er um Jerusalem. Er ist so zerbrochen innerlich über das, was da passiert. Und er fängt an zu beten, er fängt an zu fasten. Und er weiß gar nicht, mit sich anzufangen, mit dieser Zerbrochenheit in seinem Herzen. Aber er hat ja noch einen Job und er arbeitet. Aber irgendwie sieht man ihm das an, dass er nicht so glücklich ist. Und der König Artaxerxes spricht ihn und sagt, ey, warum bist du denn so traurig? Und er erzählt ihm das, er schüttet sein Herz aus. Und der König hat Erbarmen mit ihm und sagt, okay, ich gebe dir Sonderurlaub. Was brauchst du? Und er schickt jetzt Nehemia mit einer Gruppe Leuten los, er schickt ihnen Material mit, er schickt ihnen so Sendschreiben mit, damit sie keinen Stress kriegen an den Grenzen, ja, und ein paar Leitwachen. Und sie ziehen los und unter vielen Umständen kommen sie nach Jerusalem. Und Nehemia kommt an und er guckt sich um und er sieht, dass es echt schlimm bestellt ist um seine Stadt. Und mitten in der Nacht geht er los und guckt sich die Mauer an. Und er läuft einmal um Jerusalem rum und schaut sich alle Lücken, alles an, was irgendwie kaputt ist. Er macht sich eine Liste. Der war ein Mundschenk, kein Bauherr, ja. Aber er macht sich eine Liste, was alles zu tun ist. Und dann gibt er Aufgaben, er verteilt abschnittweise die Mauer an unterschiedliche Familien und Sippen und Statthalter. Und die fangen an zu bauen. Und es läuft ganz gut. Und dann kriegen sie Stress. Mit zwei Haupttypen, die sind irgendwie wichtig. Tobia und, sollen wir gucken, wie der andere hieß. Mit Namen habe ich es ja nicht so. Jedenfalls kriegen sie Stress mit zwei Typen, die ihn echt ans Leder wollen. Und ihm bleibt nichts anderes übrig, als mehr Wachen aufzustellen. Also hast du jetzt nicht nur die Arbeiter an den Mauerstücken, sondern auch jedes Mal Wachen, die aufpassen, dass da keine Angriffe kommen. Aber das reicht den Widersachern nicht. Die fangen jetzt an, Komplotte gegen Nehemia und seine Leute zu schmieden. Und schreiben ihm immer wieder Briefe und sagen, hey, triff uns doch hier außerhalb von Jerusalem, dann können wir über alles reden. Und Nehemia weiß, dass das ein Komplott ist und dass sie ihn töten wollen. Sagt immer nein. Und dann hat aber dieser Tobia und die anderen so viel Macht, dass sie auch innerhalb der Stadt Juden dazu bringen, sich ihnen anzuschließen. Sie sagen zu Nehemia, Nehemia, die kommen, um dich zu töten. Wir sollten uns im Tempel verstecken, schließ dich da nachts ein. Und es war eigentlich ein No-Go. Ja? Nehemia darf da nicht einfach reinspazieren und sich irgendwo im Tempel verstecken. Und Nehemia weiß das und sagt, nee, Freunde, das machen wir nicht. Und er weiß irgendwann, dass es auch das ein Komplott ist, ihm da umzubringen oder ihm ans Leder zu kommen, weil er sich ungerechterweise im Tempel versteckt hat. Aber die Sache ist eben ganz schön hitzig. Nichtsdestotrotz segnet Gott die ganze Aktion und in 52 Tagen schaffen sie es, die Mauer wieder aufzubauen. Die 72 Jahre davor, ja, 60 und 12, die 72 Jahre davor haben die Israeliten versucht, diese Mauer wieder aufzubauen und haben es nicht hinbekommen. Und Nehemia kommt und Gott setzt seinen Segen rauf und es passiert in 52 Tagen. Und sie setzen die Tore ein und dann kommt nämlich Esra wieder aufs Parkett und sagt, okay, und jetzt machen wir wieder ein bisschen Lehre. Jetzt, wo die Mauer zu ist und der Tempel steht und sie treffen sich am Wassertor und sie haben eine große Konferenz und sie lesen aus der Tora und sie erklären es dem Volk und sie sind da tagelang da und sie feiern das Laubhüttenfest, ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und sie schließen einen neuen Bund mit Gott. Und irgendwann ist der Sonderurlaub von Nehemia vorbei und Nehemia geht wieder zurück nach Susa zu seinem König. Und weitere 12 Jahre später, wenn ich mich nicht irre, ja, weitere 12 Jahre später kommt Nehemia zurück und guckt, was so die Lage ist. Und er stellt fest, dass der Tempel mit unfähigem Personal ausgestattet ist, dass da einiges schiefläuft, dass da echt Unwesen getrieben wird, ja, dass sie die Gebote Gottes nicht halten, dass sie am Sabbat arbeiten, dass sie sich mit merkwürdige Sachen vergeben und irgendwie, und die Mauer ist nicht im besten Zustand und irgendwie all diese drei Stränge, die eh schon so ein bisschen merkwürdig waren, kommen zu einem richtig blöden Ende. Nehemia rastet total aus und läuft durch die Stadt und verprügelt Leute und reißt ihnen die Haare aus, weil er so verzweifelt ist. Zum Schluss betet er und sagt, Herr, erinnere dich an mich als jemanden, der es wenigstens versucht hat.
Und da kommen wir zurück auf die Frage, ob die Prophetien in Erfüllung gegangen sind. In einer gewissen Weise manches schon. Der Tempel steht und die Mauer steht, aber das ist nicht das, was die Prophetien gemeint haben. In der Geschichte Israels merken wir es immer wieder, das gibt so ein Auf und Ab und so Schleifen, ja. Und sie versuchen es immer wieder und Gott ist gnädig und sie versuchen es wieder und Gott ist gnädig und sie versuchen es wieder und Gott ist gnädig. Und irgendwann sagt Gott, Freunde, ihr hattet alles, was ihr brauchen könntet, aber es klappt nicht. Es hat nicht funktioniert. Dieses Buch, dieses Doppelbuch Esra Nehemia, bleibt offen mit einem tragischen Ende. Und dann ist die alttestamentliche Zeit vorbei. Und Gott sagt, wisst ihr, Freunde, ich glaube, ich muss mal eine Runde schweigen. Und 400 Jahre passiert nichts. Und dann kommt die wirkliche Erfüllung der Prophetien. Dann kommt Jesus. Dann fängt erst wirklich das an, weil wir wissen jetzt im Nachhinein, hinterher ist man immer schlauer, dass es gar nicht funktionieren konnte und dass die Prophetien auf Jesus hindeuten und dass er ein neues Jerusalem schafft. Ja? Aber das ist eigentlich eine ganz schön tragische Geschichte. So, und warum machen wir das jetzt Predigtreihe? Jetzt haben wir alle gerade so einen kleinen Blues, ja? Deswegen steigen wir jetzt nochmal ein. Das war jetzt nur der Vorspann, die Vorpredigt, ja? Könnt ihr noch? Ich hoffe, es war spannend genug. Nehemia. Und ich habe heute eigentlich nur den ersten Teil, die ersten anderthalb Kapitel sozusagen, wo Nehemia noch in Susa ist. Die Leute kommen zu ihm und sie erzählen ihm davon, wie die Stadt aussieht. Sie erzählen ihm, dass Jerusalem in Schutt und Asche liegt. Und Nehemia fühlt eine Zerbrochenheit. Wie gesagt, er wusste, wie Jerusalem ungefähr los ist, ja. Aber sie kommen und sie erzählen es ihm und auf irgendwas in ihm zerbricht. Und sein Herz weint. Und er kann nicht anders, als so eine Liebe und so eine Hingabe für die Stadt zu haben. Und sagt, da muss was passieren, es geht nicht anders. Und es führt ihn jetzt nicht irgendwie in sonst was rein, sondern es führt ihn ins Gebet. Nehemia fängt an zu fasten und zu beten. Er tut Fürbitte für die Stadt. Er sagt, Herr, erinnere dich an die Zusagen, die du schon deinem Knecht, Mose gegeben hast. Erinnere dich an all die Versprechen, die du deiner heiligen Stadt gegeben hast. Und er tut Fürbitte für die Stadt und sagt, Herr, es muss was passieren. Und was er dann tut, finde ich fast noch erstaunlicher. Er tut Buße. Er bittet um Schuldvergebung für Dinge, die er nicht getan hat. Er saß in Susa. Er ist da wahrscheinlich sogar geboren worden. Weiß ich nicht, wie alt er da war. Kann ich gerade nicht sagen, habe ich nicht geforscht. Aber es ist eigentlich nicht sein Fehler. Aber er fängt an, Buße zu tun und er sagt, Herr, vergib uns. Und seine Zerbrochenheit und sein Gebet führt dazu, dass die Leute um ihn herum merken, was bei ihm los ist. Dass selbst der König dahin hört und sagt, ey, was ist denn bei dir los? Und seine Zerbrochenheit wirkt auf den König über und er kriegt Gunst. Er kriegt echte Gunst beim König, der nicht nur sagt, hey, mein Lieblingsmundschenk, du hältst den Becher immer so schön, ich will dich behalten. Und er sagt, nee, ich gebe dir Sonderurlaub, du musst zurückkommen, aber ich schicke dich los. Aber nicht nur das, sag mir, wen du mitnehmen willst, sag mir, was du an Sachen mitnehmen willst. Ja, wenn es die Hälfte meines Königreiches ist, sag es nur. Er kriegt voll viel Material mit und dann sagt er noch, und ich gebe dir Schreiben und Wachen mit, damit du auf deinem Weg keine Probleme hast. Er kriegt echte Gunst. Er hört von einer Katastrophe, er hört von etwas, was echt schief gegangen ist. Und es führt ihn in eine Zerbrochenheit, es führt ihn ins Gebet. Und meine Frage an uns heute ist, wie reagierst du, wenn du von irgendeiner Katastrophe erfährst? Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo es gefühlt ständig schlechte Nachrichten gibt. Und es ist aber auch eine Zeit, wo wir angefangen haben, ungute Mechanismen zu entwickeln, die uns irgendwie aus der Realität flüchten,
Wenn wir Sachen hören, wir verstecken uns, wir ziehen uns in uns zurück, wir gucken nur noch witziges Fernsehen, wir beschäftigen uns mit Sachen nicht mehr. Und irgendwie gibt es immer mehr Mechanismen, wo wir uns irgendwie einmuscheln und fliehen. Aber meine Frage an dich ist, führt es dich in eine Zerbrochenheit und ins Gebet? Oder führt es dich eigentlich in dich selber rein und nicht zu Gott hin? Ich sehne mich danach, dass wir an der Stelle mehr wie Nehemia reagieren können. Dass die Welt um uns herum uns in eine Zerbrochenheit führt. Und zwar in eine göttliche Zerbrochenheit. Ich habe noch einen. Das ist mein letzter Zettel, versprochen. Eine göttliche Zerbrochenheit. Vielleicht für die Dinge um uns herum, wenn wir Sachen hören, aber auch Sachen wie diese Gemeinde. Hast du eine Zerbrochenheit? Eine göttliche Zerbrochenheit für diese Gemeinde, die dein Herz bewegt und die dir eine Liebe für diese Gemeinde schenkt oder für diese Stadt oder wo auch immer du wohnst. Ich musste mich in der Vorbereitung so daran erinnern, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Sachen, die euch eigentlich total prägen und irgendwie habt ihr sie vergessen. Und dann kommen sie euch wieder ins Gedächtnis und ihr denkt, stimmt, ey, das habe ich mir vorgenommen, das war eigentlich mal voll mein Motivator. Göttliche Zerbrochenheit war mein Hauptmotivator oder ist eigentlich, aber ich darf es wieder ein bisschen aufleben lassen, für meinen Dienst. Als ich meine Berufung hatte, als ich nach Gott gesucht habe, was er mit meinem Leben so machen möchte, gab es ein Lied, das kennt ihr bestimmt auch alle, das heißt Hosanna. Und in der Bridge heißt es, break my heart for what breaks yours, everything I am for your kingdom's cause. Zerbrich mein Herz für die Sachen, die dich und dein Herz zerbrechen. Weil alles, was ich bin und hab, soll für dein Königreich sein, soll für dein Reich sein. Und das habe ich gebetet, immer wieder, habe gesagt, Herr, zeig mir, also da heißt es dann auch, show me how to love like you love me. Zeig mir, wie ich so lieben kann, wie du mich und wie du meine Umwelt liebst. Das habe ich in der Schule schon oft gebetet, wenn alle über die Lehrer gelästert haben, habe ich gesagt, Herr, zeig mir, warum du diesen Lehrer liebst. Was ist an dieser Person besonders, damit ich nicht ins Lästern komme? Oder wenn mir irgendjemand blöd kommt. Ja, meine Mama sagt immer, Miri ist auch ein geliebtes Kind Gottes. Und denkst so, okay, Herr, zeig mir, warum ich ihn lieben soll. Ja? Und als ich nach Pforzheim kam, ich hatte nicht wirklich eine Verbindung mit Pforzheim, ich habe gesagt, Herr, zerbrich mein Herz für diese Stadt, weil ich weiß, dass Gottes Herz für diese Stadt zerbrochen ist. Und es soll immer wieder neu mein Motivator sein. Man ist dann irgendwann in so einem Trott und man macht halt irgendwie sein Alltagsgedöns. Und ich dachte so wieder, nee, ich will neu in eine göttliche Zerbrochenheit kommen. Für uns als Gemeinde, für unseren Zustand. Ja, er ist dann nach Jerusalem gekommen, hat den Ist-Zustand der Stadt geprüft. Wie ist unser Ist-Zustand? Was über den Zustand unserer Gemeinde bricht dein Herz? Und wo führt es dich hin? Führt es dich in Rückzug? Führt es dich ins Lästern oder zieht es dich ins Gebet? Zieht es dich dahin, Fürbitte zu tun, Buße zu tun? Fasten und Beten. Manche Sachen kommen nur durch Fasten und Gebet durch. Ja? Manchmal muss es so die extra Schippe sein. Wo können wir uns neu zerbrechen lassen? In dem Lied Hosanna heißt es dann auch, ich sehe eine Generation, die aufsteht und ihren Platz einnimmt. Und ich sehe eine kommende Erweckung, wenn wir auf die Knie gehen und dafür beten. Und das ist in einem Satz das, wofür ich meine Berufung lebe. Ich will sehen, wie eine Generation aufsteht, wie eine Generation realisiert, wer sie sind und was Gott in sie reingelegt hat und was für eine Autorität sie haben, was für eine Gunst sie bei Gott haben und durch Gott haben. Und dass die erste Bewegung ist, die sie tun, auf die Knie zu gehen und aus ihrer Zerbrochenheit ins Gebet getrieben werden. Für unser Land, für die Leute in ihrem Leben, für ihre Anliegen. Ich habe schon oft über meine Mutter gepredigt. Meine Mutter ist zerbrochen für unser Land und für unsere Politik. Und sie betet regelmäßig für Berlin, sie betet regelmäßig für deutsche Politik, sie geht trifft sich regelmäßig und sie laufen ums Rote Rathaus und beten. Eine Zeit lang durften sie auch im Rathaus beten, aber sie ist zerbrochen für eine Stadt, die Jesus braucht. Und sie sagt, ey, mein Herz schlägt für die Politiker und ich bete in Fürbitte und in Buße.
Und es ist so ein krasses Vorbild für mich, weil sie sich nicht abschrecken lässt. Ey, die geht am 1. Mai im Demozug, in dem Demozug vorne mit und betet für die, Polizisten und für die Demonstranten. Und dann erzählt sie mir Sachen, wo sie irgendwie an die Hauswand gedrückt wird von den Polizisten, weil dann die Steinewerfer vorbeikommen. Und du denkst so, alter Schwede, ist meine Mama. Ja? Aber es ist ihre Zerbrochenheit. Ihre göttliche Zerbrochenheit, weil sie nicht anders kann. Und die Hoffnung ist, wenn du wirklich in der göttlichen Zerbrochenheit lebst und Leute dir anmerken, dass dein Herz dafür schlägt, dann sehen die das, dann sind die davon erfasst. Eine gute Bekannte von mir ist in ihren jungen Jahren irgendwann mal im Kino gewesen, vergessen, wie der Film heißt, über den kambodschanischen Krieg, den Bürgerkrieg. Und sie wurde zerbrochen von Gott, hat gesagt, da muss ich hin. Sie hatte keine Ahnung, wo Kambodscha ist und was damit zu tun hat. Aber sie hat gesagt, da muss ich hin. Gott hat mein Herz zerbrochen für dieses Land. Und sie lebt da jetzt seit weiß ich nicht wie vielen Jahren und hat eine große NGO aufgebaut und dient einfach vor Ort, weil sie einen Moment hatte, wo Gott ihr Herz für etwas zerbrochen hat. Wo ist deine göttliche Zerbrochenheit oder wo ist sie gerade nicht? Wo können wir auch einfach danach beten? Also es muss nicht sein, dass du eine schlechte Nachricht bekommst, ja, sondern es kann auch einfach sein, dass du im Gebet sagst, Herr, wofür soll mein Herz brechen? Wofür möchtest du mir eine neue Liebe, eine neue Leidenschaft geben? Weil wisst ihr, Freunde, euer Gebet und euer Einstehen für Dinge hat Macht. Es macht einen Unterschied, ob du für Dinge einstehst in der Fürbitte und in der Buße. Ob du sagst, hey, ich bete es durch. Dein Gebet verändert Realitäten in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ey, lasst uns das tun. Lasst uns nicht in uns zurückziehen, weil wir Angst vor Dingen haben. Ihr kennt mich, ich bin ein ängstlicher Mensch. Aber ich sitze immer wieder und denke so, ich lass mir das nicht gefallen. Meine Angst ist der schlechteste Motivator ever. Meine Zerbrochenheit, meine göttliche Zerbrochenheit, das soll mein Motivator sein. Und es soll mich in Gebet bringen. Und dann werden wir erleben, dass wir Gunst haben. Einer unserer Schlagworte in meiner Heimatgemeinde, wir haben immer Pastorenbingo gespielt und Gunst bei den Menschen war einer von den Bingo-Feldern, ja? Dass ihr Gunst habt bei den Menschen. Da, wo ihr geht, wo ihr steht, weil ihr im Namen Jesus unterwegs seid, werdet ihr Gunst haben. Ihr werdet merken, dass Türen für euch aufgehen, die für andere vielleicht nicht aufgehen. Ja, es ist auch die Sache, wie es in den Wald hineinschallt. Ich erlebe immer wieder, wenn ich in Geschäften unterwegs bin, ich war jetzt gerade schon das zweite Mal in der Werkstatt mit meinem Auto und habe nächste Woche gleich nochmal einen Termin. Ich habe voll die gute Beziehung mittlerweile mit den Leuten in der Werkstatt. So, ne? Ach, Frau Schaub, setzen Sie sich hin, haben schon Kaffee aufgesetzt. Und super. Wir haben Gunst bei den Menschen, weil sie merken, dass in unserem Leben was anders ist. Ja? Die lieben meinen roten Rifter, wie ich meinen roten Rifter liebe. Und das ist gut zu wissen. Aber die Gunst werden wir halt nicht ohne alles haben, sondern das ist ein Gesamtpaket. Und Nehemia macht sich dann auf. Er bleibt nicht in seiner Kammer sitzen und betet, bis er blaue Knie hat. Ja? Sondern er macht sich auf. Der hatte ein gutes Leben, der hat in der Burg gewohnt. Klar, der war Mundschenk, aber es ging immer noch besser als vielen anderen. Auf jeden Fall vielen anderen, als die in Jerusalem gewohnt haben in der Zeit. Aber er bewegt sich, er hat echt Anfechtung, er hat echt, das sind die nächsten Themen, die wir haben werden. Es passieren echt viele Sachen auf seinem Weg und in Jerusalem und es gibt Herausforderungen über Herausforderungen. Und die kann aber nur bestehen, weil Gott sein Herz angerührt hat. Weil Gott zu ihm gesprochen hat und hat ihm gezeigt, was für eine Liebe er für seine Stadt hat. Und dann ist es egal, wie es ausgeht. Die Frage ist immer, wie leben wir in der Situation? Wie gehen wir mit dem um, in dem wir gerade stecken? Ich war gerade auf einer Tagung in Berlin für die Jugendkommission des Mülheimer Verbandes und bei uns geht es ja immer um große Events. Ja, haha, große Events in der Corona-Zeit. Unser Lieblingshobby ist, Sachen zu planen und sie dann wieder abzusagen. Und natürlich diskutieren wir wieder darum, was machen wir dieses Jahr? Wie planbar ist es? Gehen wir voran mit unseren Plänen oder nicht? Hin und her. Und es war immer so ein Ja, wenn Corona aufhört. Und ich so, nee. Wir wissen nicht, wann Corona aufhört. Wir wissen nicht, wie sich's ändert. Wir leben jetzt. Wie können wir jetzt in unserer jetzigen Situation mit all den Umständen umgehen, die wir haben? Wir ziehen uns nicht zurück. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir müssen weise sein. Wir sollen gute Entscheidungen treffen. Aber wenn wir warten, bis alles wieder vorbei ist, dann warten wir, bis wir grüne Knie haben. Aber lass uns in unseren Umständen im Jetzt leben. Was können wir jetzt tun? Und wo können wir jetzt wieder neu sagen, Herr,
wo möchtest du mein Herz für Dinge anrühren? Wo soll ich in eine Lücke, in eine Mauer treten und dafür einstehen und sehen, dass mein Gebet was voranbringt? Das kann sein, die Glühbirnen, die ihr alle mitgenommen habt, ja? Ich war gestern Abend eingeladen bei Leuten, die hier aus der Gemeinde sind. Und ich habe mich so gefreut, dass beide Glühbirnen, die kleine vom Anfang des Jahres und die große, die hingen dann beide im Wohnzimmer. Und ich dachte so, nice! Bei einem funktioniert's. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich habe mich einfach so gefreut, das zu sehen. Denken, hey, vielleicht wisst ihr gerade gar nicht, vielleicht habt ihr aus Gruppenzwang eine Glühbirne mitgenommen und ihr wisst gar nicht, für wen ihr beten sollt. Sagt, Herr, für wen möchtest du mein Herz neu anrühren, dass ich für ihn bete? Oder guckt euch unsere Gemeinde an. Was ist gerade gut, was läuft nicht gut, wo müssen wir echt an unseren Mauern arbeiten? Und das wissen wir. Wo ist dein Zerbruch auch für uns als Gemeinde? Und wo treibt es dich ins Gebet? Wo treibt es dich ins Fasten und Beten? Immer letzter Sonntag, Donnerstag im Monat, Pray Day. Komm vorbei, 19:30 Uhr, Eltern-Kind-Raum. Richtig gut. Hey, lasst uns zerbrochen sein für unsere Gemeinde, für unser Umfeld, für unsere Stadt. Ey, und du weißt nicht, was Gott daraus machen wird. Du weißt nicht, was du für Abenteuer erleben wirst, was du für Wunder sehen wirst, was du für Gunst erleben wirst, weil du sagst, Herr, hier bin ich, was möchtest du von mir? Und ich sage euch, wenn Gott euer Herz anrührt, ich habe das manchmal, dass man mir so Augen für Personen öffnet und plötzlich bin ich so überwältigt von der Liebe Gottes für diese Person, boah, du kannst nicht anders, als da zu agieren. Und das ist eines der besten Dinge, die es gibt im Leben. Und da ist von euch keiner zu alt, zu jung, zu krumm, zu gerade, zu, weiß ich nicht, ihr habt nicht genug Fehler in eurem Leben, dass Gott euch nicht gebrauchen möchte. Ja? Dann sagt, ey, so wie du bist, will ich dich gebrauchen, um die Leute zu erreichen, die in deinem Leben sind. Mit dem, was du hast, deine 5 Brote und 2 Fische, das, was du kannst, sagt Jesus, ey, wenn du mir das zur Verfügung stellst, dann möchte ich das benutzen. Und das ist so schön an unserem Leben mit Jesus, oder? Ey, er ist so gut zu uns. Ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber ich werde es nicht tun. Wir haben noch 4 Wochen vor uns. Wir werden noch viel von Nehemia und den Freunden hören. Aber für heute ist meine Hauptfrage an dich. Wie reagierst du? Wie reagierst du auf die Sachen in deinem Leben? Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für deine übergroße Liebe, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du zum ultimativen Opfer geworden bist, dass du dein Leben gelassen hast, dass wir kommen dürfen. Und Vater, ich danke dir, dass dir nichts zu klein oder zu merkwürdig ist, sondern dass du uns gebrauchen möchtest, dass du so viel Gnade hast, dass du mit uns dein Reich bauen möchtest. Und ich bitte dich einfach, dass du uns heute anrührst, jeden Einzelnen, der hier sitzt und der das Video schaut, und dass du uns mit so einem Licht zeigst, wo du heute ran möchtest. Was ist die eine Sache, die du in unserem Herzen tun möchtest? Und wo möchtest du vielleicht neu unser Herz anrühren und ein bisschen für das zerbrechen, was dein Herz zerbricht, Jesus? Wir wollen eine Gemeinde sein, die nach deinem Herzschlag lebt, die dich sucht und die immer wieder betet, Herr, zerbrich unser Herz für das, was dein Herz zerbricht, weil wir wollen für dein Königreich leben. Wir wollen lieben, wie du liebst. Und wir wollen sehen, dass Veränderungen in unserem Land, in unserer Stadt und in unserer Nachbarschaft passiert. Danke, dass du gnädig mit uns bist und dass du uns wunderbar geschaffen hast. Jesus, wir lieben dich und wir beten, dass wir mehr von dir wollen. Amen.